Den Kern haben wir aktiviert. Ja, und somit werden wir jetzt ein bisschen nach den Missionsdingern gehen. Wir haben da auf jeden Fall noch ein paar Dinge, die wir machen sollten. Als erstes möchte ich schauen, wegen einer Landeplattform. Die Landeplattform, ich habe hier keine Ahnung, wo man die jetzt findet. Also Unterkunft, Extraktor, Schredder. Warte mal, hier sind normale Plattformen. Figurenplattform, extra großes Lager, Rover. Da. Landeplattform, Aluminium und Keramik. Aluminium. Was Laterit? So, das ist die Frage. Haben wir hier irgendwo Laterit? Hämatit ist das. Okay, sieht jetzt nicht so aus. Das heißt, wir müssen auf Lateritsuche gehen. Außer hier eventuell noch. Hatte ich nicht viel mehr Laterit? Naja, gut. Dann geht's ab in die Höhle. Verbindungen habe ich dabei. Okay. Abzweigung. Naja, gut, schauen wir da runter. Ah, guck. Boah, bam, nö. Vielleicht darf was runtergefallen, aber ich mache das jetzt zu. Ach so, ich habe keine Erde dabei. Warte. Machen wir gleich. So. Warte. So. Und zu. Dass wir da ja nicht runterfallen. Was? Bröckelnder Stein? Mineral? Ressourcenextraktor? Ressourcen extrahieren? Leicht komprimierte Steinbrocken, der auseinandergebrochen werden kann, um Inhalt beizulegen. Was? Ja, sowas hatte ich ja noch nie. Okay, da wird es wieder nach oben gehen. Ja, wir gehen da jetzt einfach mal runter. So, zack, 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 zack. Er war wieder ein wenig zu spät. Ich habe das noch immer nicht ganz. So, was haben wir hier? Hier leuchten schon einige Sachen raus. So. Hämatit. Okay, das ist nicht Latte. Laterit findet man ja eh auf jedem Planeten, oder? Ressourcen? Wolfram. Laterit. Alle Planeten hüllen. Okay. Was ist dann hier hinten? Laterit. Da haben wir schon. Dann nehmen wir Laterit mit. Könnt ihr runterfallen? Weg, 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 weg. Da holen wir jetzt einiges raus.
So, da oben. Ah, komme ich nicht ran. Okay, wow, das ist ganz schön viel Latrit. Eines haben wir noch Platz. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ach, ich habe gar nichts mehr Platz. Egal, dann lassen wir es da liegen. Sie gehen wenigstens nicht verloren. Das ist schon mal gut. Sorry, wir haben wieder vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. So, warte. Machen wir sie einfach eine Landeplattform. Dann ist das endlich auch abgeschlossen. Was? So, jetzt. So, das ist halt die gute Frage, wo macht man? Im großen Drucker vielleicht? Landeplattform. Aluminium. Okay, das müssen wir. Ach, was macht denn ich da? Muss es rein? Laterit anschalten. Mach mal Aluminium. Und Keramik brauche ich, oder? Warte. Ich brauche 2 Keramik. Warte, da haben wir genug. Das ist Keramik. Einmal. Zweimal. Ausschalten. Dann nehmen wir das mit rüber. Das kann ich drunter auch setzen. So, warte. Landeplattform. Wo setzt man die dann hin? Da hinten eventuell? Da hätte ich eh noch Aluminium gehabt, oder? Ja, natürlich. Ah. So, da haben wir nur mehr Organisches. Hier werden wir unsere Landeplattform hin platzieren. Das macht komische Geräusche. So. Zack. Okay, sehr gut. Das ziehen wir jetzt darüber. Dann habe ich das Lotterie derweil hier hin. Egal. Ah, wenn ich das falte. Okay. Gut. Landeplattform. Da möchte ich bitte hin und auspacken. Die kann ich sogar erweitern. Landeplattform. Basisbaugegenstand. Bitte deine Ladezone. Landezone für Shuttles, die aus dem Orbit gebracht und ausgewählt werden können. Kann Belohnungen von Exomissionen verfolgen und abrufen. Cool, was? Einfach erweitern. Wow. Steht zwar meiner Meinung nach ein wenig schief. Wir machen da auf jeden Fall jetzt noch bisschen Platz. Oha, sieht die cool aus. So. Zack, zack, zack. Das holen wir alles raus. So. Passt. Seid jetzt doof, dass wir die genau hier hinten haben. Wenn ich das wieder falte, kann ich die
Drehen möchte ich's. Dass das Missionslogbuch vorne ist. Schau mal. Hoppala. Das wollte ich eigentlich gar nicht platzieren. Weg mit dir. Zoom mich da mal raus. So, jetzt darf's der Falken. Bam. Untersuchen. Fortschritt. Bam, bam. Wir haben einen Roversitz bekommen. Und hier haben wir einen Buggy. Kann ich damit jetzt fahren? Da brauche ich Batterien. Warte, warte, warte. Aussteigen. Du sollst stehen bleiben. Danke. Was machst du? Ja, cool. Dann haben wir jetzt einen Buggy. Aussteigen. Dann schauen wir mal, was wir noch verfolgen könnten. Warte, die Batterie soll sich aber wieder aufladen. Missionslogbuch. Okay, wir müssen auf Desolok Kalidor. Mittlere Batterie. Vorwärts in Richtung Energiebeherrschung. Drucke mittlere Batterie. Hammer, mittlere Batterie schon freigeschaltet. Autoarm, Energiesensor, Lager, Batteriesensor. Heißt das auch wirklich mittlere Batterie? Generator. Mittelgroß Lithium. Und Zink. Uiuiui, okay, okay, okay. Zink. Aus Zinkblende. Zinkblende finden wir hier nicht. Okay, das heißt, die Quest können wir hier mal nicht machen. Missionslogbuch. Sicher wie Häuser. Platziere Unterkunft auf und oder Landeplattform auf Silver. Auf Desolo. Kalidor, okay, auf allen eigentlich, okay. Nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Die Handelsplattform. Wo haben wir die Handelsplattform wieder drinnen? Warte, warte, warte. Unterkunft. Das sind extra große Plattformen. Sensorringe. Unterkunft. Okay, warte, warte, warte. Eine Handelsplattform. Handelsplattform. Achso, Exochip. Die Frage ist, finden wir hier Exochip? Das ist eine gute Frage. Eines, was wir machen könnten. Warte, 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 warte. Aluminiumlegierung. Warte, warte, was braucht man hier? Oh, Exochip, okay. Aluminiumlegierung. Aluminium. Okay, das haben wir jetzt. Aluminium. Und das müssen wir weiterverarbeiten zu Aluminiumlegierung. Und Kupfer. Kupfer. Aus Malachit. Okay, Malachit haben
wir. Sprich, wir werden uns jetzt einen mittleren Shuttle machen. Da haben wir zwei mittlere Plätze Platz. Egal. Mach mal. Malachit. Jetzt bin ich unsicher. Das macht man höchstwahrscheinlich eh hier. Landeplattform, mittlere Shuttle, Keramik, Aluminiumlegierung. Genau, da müssen wir Aluminium draus machen. Was? Also für Aluminiumlegierung. Das macht man dann im... Aluminiumlegierung. Aluminium und Kupfer. Okay. Dann machen wir einmal das und einmal das. Und dann machen wir das so. Und ich glaube zweimal Keramik waren es wieder. Einmal... Nein, du sollst nicht den ganzen... So. Einmal Kupfer. Das ist halt jetzt dann auch die Frage, welchen Antrieb das wir dann brauchen. Vielleicht können wir da auch schon bessere machen. Aluminiumlegierung, let's go. Aluminium. So, okay, Aluminiumlegierung fehlt uns noch. Okay, es ist fertig. Boah, sieht das cool aus. Ich kann es gleich nochmal zeigen. So sieht Aluminiumlegierung aus. Sehr schön, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. So, und herstellen. Ich bitte darum, Dankeschön. Jetzt müssen wir noch schauen wegen den Antrieb. Blödsinn hier. Schmelzofen. Was, was? Eine gewölbte Plattform, okay. Ressourcenkanister, Lager, Silo, Silo. Nebelhorn, okay, Freizeitkugel. Wo findet man die Antriebe? Batterien, Wiederholung, Zögerung. Da unten haben wir es. Okay, da brauche ich bitte deine dauerhafte Schubkraft. Wie cool! Benötigt Hydrazin als Treibstoff. Hydrazin ist ein Gas. Wo finden wir Hydrazin? Nee. Was ist Hydrazin? Hydrazin. Ammonium und Wasserstoff. Okay, jetzt ist halt dann auch die Frage. Wasserstoff haben wir hier auf jeden Fall. Warte, warte, warte. Platzieren wir natürlich auf der Handelsplattform, auf der Plattform drauf. Ne? Für was haben wir es denn? Da. Auspacken. Oh, wie cool. Da brauche ich dann so ein
Da habe ich irgendwo eine stehen. Das ist, glaube ich, der Sauerstoffmacher. Wo habe ich den? Da ist er. Ups. Ach so. Jetzt habe ich gedacht, ich habe da jetzt ein... Jawohl. Und was... Cool. Das ist ja cool. Da kann ich Sachen mittransportieren. Und wenn ich einsteige... Okay, ich steige hier vorne. Hoppala, das war ein wenig zu schnell. So, warte, warte, warte. Wir haben hier Wasserstoff. Machen wir gleich weiter Wasserstoff. Dann werden wir jetzt den einfach... Achso, Exo-Chip. Exo-Chip haben wir auf dem anderen Planeten. So viel auf Silber. Auf Silber haben wir so viel. Achso, das ist das jetzt, dachte ich schon. Ja, jetzt bin ich im Überlegen. Exo-Chip, wir könnten eventuell den Planeten noch weiter erkunden. Ich habe irgendwo TNT. Oder auch nicht. Sicher habe ich irgendwo schon TNT gehabt, oder nicht? Hm. Egal, wir haben aber dennoch noch so viele... solche Dinge. Ich weiß jetzt nicht, wie man es nennt. Also die, was man mit Strom oder... Na? Mit Strom oder solchen Sachen aufmacht. Da könnten wir eventuell schauen gehen, ob wir da irgendwas finden. Und nur weiß ich halt nicht, was wir da jetzt alles brauchen, ne? Ich nehme mal mit Lithium. Lithium nehme ich mit. Was könnten wir denn noch brauchen, um die aufzumachen? Strom natürlich, ist klar. Ich nehme die RTGs auf jeden Fall mit. Oder QT-RTG. Für die dauerhafte Stromversorgung. Okay, das geht. Was haben wir hier drauf? Warte, was? Brauche ich nicht. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich brauche auch noch mehr Verbindungen. Da haben wir es. Nehmen wir ein bisschen ein Gemisch mit. Aber Gemisch finden wir eh so viele. Was nehme ich noch mit? Ja, das... Mach mal das mal. Nehme man das einfach mal mit, dann passt das schon. Sonst kann ich jederzeit wieder zurücklaufen. So, warte, 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 warte. Wir nehmen das da drüben in Angriff. Ich glaube halt, dass das die Dinger da sind. Aber, warte, warte, warte. Okay, da muss ich eh irgendwie... Okay, das dürfte eine Truhe sein. Das ist kein... Dann gehen wir in die andere Richtung. Das ist eine Truhe. Finde ich die anderen Sachen noch gar nicht? Sind das alle Truhen? Ich bin unsicher.
Reps. 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 Warte, warte, warte. Das müsste jetzt dann vor mir sein. Das machen wir mal raus da. Was ist jetzt los? Ach so. Ja. Ich sehe halt nichts. Das und das ist auf jeden Fall schon offen. Ja, das sind alles Truhen. Und für denen brauche ich Sprengstoff. Sowas habe ich. Ich bin unsicher, wo ich... Ich dachte, ich hätte da was. Aber egal. So, warte. Solche Sachen stören mich. Weg damit. Genau, da sind alles Truhen. Vielleicht finden wir irgendwo solche weißen... Ich weiß ja nicht mal, was das genau ist. Da haben wir schon eine. Da brauchen wir Strom. Okay. So. Strom. Bisschen drehen. Strom. Ist zu wenig Strom. Ich hoffe, das ist genug Strom. Warte. Ach, warte. Was brauchen die so viel Strom? Oder muss das aufladen? Nee, da fehlt auf jeden Fall Strom. Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Energie, kleines Solarmodul. Okay, Kupfer, Keramik, Windturbine. Okay, dann müssen wir da halt jetzt dann wieder zurückkehren. Ich hoffe, ich finde da wieder hin. Dann nehmen wir auf jeden Fall. Windturbine nehmen wir auf jeden Fall mit. Nein. So. Boah, das Schießerteil Gewehr weg. Wegen die bin ich schon zweimal gestorben. Das muss ich alles mal abgraden und... So, warte, 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 warte. Ouchi, ouchi. Windturbine, Windturbine. Strom, Strom, Strom. Und das Solarmodul. Haben wir noch Platz? Verbindungen. Reicht das nicht dann? Irgendeinen Platz frei brauche ich. Ich probier's. Was? Ah, da muss ich rauf. Das müsste normalerweise schon reichen.
So, weil da werden wir bestimmt noch weit mehr finden von den weißen Upsis. Ich muss jetzt schauen, wie die genau heißen. Bin unsicher, ich glaube, wir sind da richtig. Ja. Was ist das jetzt eigentlich genau? Eine Forschungsunterstützung. So heißen die. Okay, ist noch immer zu wenig. Okay. Okay. Ach so. Entschuldigung. Ich selber wieder einen Forschungsgegenstand. Ja, jetzt habe ich sowieso zu wenig Platz, dass ich alles mitnehmen kann. Lithium findet man eh so viel. Soll ich zurückfliegen auf Silver und dort die ganzen Exo-Chips? So, jetzt aber. Die ganzen Exo-Chips holen. Ich habe dort so viele, wo ich eh nicht weiß, was ich damit machen soll. Was auf jeden Fall noch cool wäre, wenn ich in die Rakete jetzt irgendwie ein Lager oder so einbringen könnte. Das wäre ja cool. Jetzt muss ich, ups, falsch, muss ich alles probieren. Oh, es sieht aber schon cool aus, da drüben die Lande. Schaut geil aus. Na warte, dann setzen wir jetzt da rein. Mach was, du was. Ich habe hier. Ich probiere das jetzt. Ob das gehen würde. Was? Cool. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Exo-Chips drüben holen, damit wir die Antriebsdüse machen können. Weil, oh mein Gott, gibt es da vielleicht ein größeres Lager, was ich da irgendwie noch einbinden könnte? Obwohl, da habe ich auch 8 Platz. 8 Platz ist fast wenig. Solche Sachen könnte ich alle mitnehmen. Aber ich probiere es. Warte. Die Frage ist halt jetzt, ob... Was? Hey, wo hat denn er... Ja? Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber wo hat denn der die alle jetzt hin? Ach, da ist. Ein Platz. Ein Platz. Ach so, der hat das da unten auch hin. Ob das geht, weiß ich nicht. Aber ein Versuch wäre es wert. Das heißt, in der nächsten Folge fliegen wir wieder nach Silver und dann... Ja, wie nice ist das denn? Cool, passt. Dann auf jeden Fall sage ich danke und ich freue mich auf die nächste Folge.